ob alles funktioniert und wo sie am Ende landen. Wichtig ist erstmal den Stab so zu übergeben, dass es keine Wechselhände mit Mokoccia. Dann Deutschland in der Besetzung. Tatjana Pinto als Startläuferin. Es wird nichts verändert im Vergleich zum Vorlauf. Lückenkämper und Rebecca Hase auf Bahn 7. Gina Lückenkämper, ja, ein bisschen Bild. 13. über die 100 Meter in der kompletten Addition. 11,08. Rebecca Hase, Schlussläuferin. Sprintteam Wetzlar, auch schon eine 11,20 gelaufen. Schon Qualität. Da ist sie, die erste Medaille für Deutschland bei diesen Weltmeisterschaften. Bronze durch die Staffel. Und jetzt sind die Tränen da, auch bei Gina Lückenkämper. Und da rennt Alexandra Burkhardt aus der Kurve nochmal rüber, 200 Meter im Vollsprint rüber. Klar, sie haben ein bisschen profitiert von der Verletzung von Asher Smith in der Kurve. Da hing Gina Lückenkämper zurück, aber dann ein klasse Wechsel. Und dann macht es Rebecca Hase gegen Mokoccia. Fest das Ding, Bronze. Jahresweltbestleistung für die USA, die Jamaika abgekocht haben um 400. Das ist eine dicke, eine faustdicke Überraschung. Ja, in dem Moment, wo die Fälle davon zu schwimmen drohen durch den vierten Platz im Speerwurf, ein unerwarteter Moment. Das ist das Schöne. Eine wirklich auch nicht erwartete Bronzemedaille. Jetzt doch schon am vorletzten Wettkampftag. Also was die Wechsel betrifft, die haben die alle wirklich gut ausgeschaut. Das werden wir sicherlich gleich noch mal sehen. Die Reihenfolge stimmt jetzt hier nicht. Normalerweise wünschen wir uns das immer. Muss aber auch gar nicht sein, weil eigentlich ist wurscht. Den Gefühlen einmal freien Lauf lassen, was bedeutet die Bronzemedaille? Wir haben es uns so oft gewünscht und heute haben wir es einfach mal gemacht und hatten auch ein bisschen Glück und das braucht man einfach und wir haben es uns, glaube ich, total verdient und es ist einfach nur geil. Wir haben im Vorfeld die ganze Zeit vom Glück der Tüchtigen gesprochen und heute war es endlich mal mit uns. Im Zielbereich war das, glaube ich, Gina fassungslos, kann man das so nennen? Ja, ich war fassungslos und ich wäre fast mit Becky einfach die komplette Gerade mitgerannt in dem Tempo, einfach weil so viel Adrenalin im Körper war. Endlich, endlich! Rebecca, was haben Sie für ein Turbo mitgebracht? Ja, ich glaube, wir haben den Turbo von Anfang an angeschmissen. Also, wir haben uns gestern auch vorgenommen, heute 42:0 zu laufen. Das ist das, was wir gerade so können. Und da wussten wir, wir müssen halt schauen, was die anderen auf die Bahn bringen. Und wir können unser Bestes geben, das haben wir gemacht. Und wir wurden jetzt endlich dafür belohnt. Tatjana, haben Sie von vornherein schon gesagt, ein bisschen weiter draußen ist ganz gut, Bahn 7? Also ich muss ganz ehrlich sagen, heute hat das mental echt gepasst bei uns allen. Und als ich da stand und wir vorgestellt wurden, ging nur durch meinen Kopf Bronze. Kein Scheiß, Bronze. Ja, das ist geworden. Also, die Weissagung sozusagen. Alexandra, jetzt haben wir eine Medaille bei Olympia im Winter. Eine Medaille bei der WM im Sommer. Fehlt noch eine in München, oder? Ja, ich würde sagen, Bronze, Silber haben wir jetzt. Es fehlt noch Gold. Ja, Europameistertitel ist möglich, oder? Also ich denke, mit dieser Staffel ist definitiv alles möglich. Das haben wir heute bewiesen. Nichts ist unmöglich und in München wird dann nochmal angegriffen. Und Rebecca, auch gut, dass das Team jetzt endlich schon am vorletzten Tag eine Medaille hat. Ja, ich meine, man kann immer mal anfangen, lieber später als nie. Wir freuen uns über unsere Medaille. Wir können es, glaube ich, doch nicht so ganz fassen. Und jetzt schauen wir mal, was noch passiert. Und Tatjana, ist das auch ein Icebreaker nochmal für die Mannschaft für morgen, für Malaika Mihambo? Wichtig, dass die Medaille da ist? Ja, definitiv. Also wie gesagt, seit Jahren versuchen wir da ranzukommen. Heute stand das Glück auf unserer Seite und ja, wir freuen uns unheimlich. Es fühlt sich an wie ein Traum gerade. Ich hoffe, ich wache nicht auf. Okay, winke, winke nach Hause und schöne Party. Und wir atmen durch am vorletzten Tag dieser WM. Endlich, endlich die erste Medaille. Und wer hätte geglaubt, die Damenstaffel gewinnt sie. Also das kann man auch mal so stehen lassen. Die unbändige Freunde von Alexander Burkhardt. Die Tränen der Erleichterung. Fassungslosigkeit bei Gina Lückenkämper. Und alle vier dann auf der Schlussrunde mit der Fahne. Bronze für die 4x1.